Steigen wir ein in den Abend mit einem Kampf im Weltergewicht zwischen Phil Brooks und Iceman. Iceman, er ist auf dem Weg ins Oktagon. Es ist schon unglaublich, wie vielseitig er ist. Und das macht ihn natürlich auch so gefährlich, man kann ihn einfach nicht ausrechnen. Ja, da weißt du als Gegner nie, was als nächstes kommt. Der ist unheimlich flexibel, der hat auf alles eine Antwort. Phil Brooks, jetzt kommt er zu uns in die Arena. Die Grappling-Fähigkeiten dieses Kämpfers sind enorm und das will er mit Sicherheit auch heute in die Waagschale werfen. Damit kann er jeden Gegner beherrschen. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Weltergewichtskampf geht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Welterweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 5 wins, 5 losses. He stands 6'3" tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Manchester, England, Iceman. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a wrestler, holding a professional record of 4 wins, 2 losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, CM Punk! And with the attributes, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean ist das, der Schiedsrichter dieses Kampfes. Ready. Jetzt kann es also losgehen, hier im Prudential Center in Newark, New Jersey. Der Sieg durch K.O. stand für ihn im letzten Fight zu Buche. Und ich muss sagen, da hat er mich durchaus überzeugt. Starker Single-Leg-Takedown. Phil Brooks hat sich hier schon früh einen Takedown geholt. Da ist seine Strategie voll aufgegangen. Er wollte natürlich, dass der Kampf auf den Boden geht. Ja, da erwischt er ihn am Kopf. Er arbeitet aus der Half-Guard. Ja, er schafft es, sich aufzurichten. Ja, er ist wieder da. Ja, der Inside-Leg-Kick kommt an. Treffer, da kam der Punch. Der Superman-Punch sitzt. War stark gemacht, guter Double-Leg-Takedown. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Starke Arbeit mit dem Ground and Pound. Und er richtet sich auf. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Klasse Punch.
wär's der Kick. Schöner Treffer. Beide wollen es jetzt wissen. Er bringt die Gerade. Klasse Double Jab von Brooks. Ja, guter Inside-Lecker. Die Overhand sitzt. Sehr gute Kombination. Er geht wieder auf den Takedown und schafft ihn auf. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Fängt sich den Kick zum Körper, klar. So oft. Oh, der Treffer zeigt die Wirkung. Oh, sauberer Takedown. Noch eine Minute. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Das macht er gut da auf dem Boden. Ja, man sieht, er hat Schmerzen, aber er kämpft sich auch diesmal wieder hoch. 15 Sekunden. Schöner Treffer mit diesem Kick. Oh, da hinkt er ein bisschen. Sieht aus, als wäre sein Bein verletzt. Oh, er ist angeschlagen. Ach, die erste Runde ist zu Ende. Oh, ah, was für ein Treffer. Unmittelbar vor dem Ende der Runde. Das wird jetzt schwer. Okay, er rettet sich noch in die Pause. Aber ob das noch was wird hier? Ich wage es mal zu bezweifeln. Der Punch zum Kopf und, oh ja, der hat gesessen. Harter Treffer zum Kopf, fast schon ein K.O.-Treffer. Das ist die hübsche Brittany Palmer. Ready to fight? Ready. Alles klar, Runde 2. Schöner Kick zum Bein von Brooks. Linke gerade, aber daneben. Gute Idee, aber der Takedown muss hin. Schöner Inside-Leg-Kick. Beide mit offenem Visier. Aber der zeigt Wirkung. Und da ist der Takedown. Er trifft mit der rechten. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Er geht in den Clinch. Jetzt kommen beide wieder hoch. Da gearbeitet. Er schafft den Double Underhook. Und da verpasst er ihm einen Haken. Und sie beenden den Clinch. Und da geht er zu Boden. Phil Brooks konnte seine starke Grappling-Technik bisher richtig gut umsetzen. Auf jeden Fall. Er schöpft sein Potenzial sowohl bei Takedowns als auch auf dem Boden voll aus. Der rechte Punch und der Treffer. Wahnsinn, was für ein Punch zum Kopf. Klasse Punch, da ist der Treffer. Brooks ist wieder in der Full Mount. Er versucht's aus der Side Control. Bewegt sich hier gut auf dem Boden. Schöner Schlag zum Körper. Er kommt wieder auf die Beine. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Und noch so ein Treffer. Oh, das sieht übel aus. Oh, der Schlag hat gesessen. Oh ja, satter Kick zum Bein. Er trifft ihn. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Und da geht er zu Boden.
jetzt in der North-South-Position. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Und die letzten 10 Sekunden. Das sieht gut aus. Tolle Bewegungen auf dem Boden. Das ist das Ende der zweiten Runde. Die Runde ist vorbei und blicken wir noch mal kurz zurück. Es gab in dieser Runde natürlich 2 Niederschläge von Brooks. Ja, schöner Auftritt in dieser Runde von ihm. Klar, und ich glaube, gleich ist es hier auch vorbei. Dafür ist er aktuell einfach zu überlegen. Setzt den Treffer und ja, das ist ein schöner Niederschlag. Ja, Runde 3 kommt. Ariane Celeste geht. Jetzt kommen wir in die letzte Runde. Sein Bein ist verletzt. Man sieht deutlich, dass er hing. Sauberer Kick von Brooks. Hier sehen wir, wie viele Knockdowns bislang erzielt wurden. Schöner Kopftreffer mit der Geraden. Oh, er ist angeschlagen. Was für ein Kopftreffer. Er steckt in Schwierigkeiten. Starker Tritt zum Körper. Was für eine Spinning Backfist. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Oh, oh, der Treffer zeigt Wirkung. Er bringt ihn zu Boden. Er verpasst ihm eine Hammerfist. Schönes Ground and Pound hier. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Oh, oh, sehr gut von unten. Starker Schlag zum Kopf. Und zurück in die Halfguard. Oh, da muss er seinen Kopf besser schützen. Und er steht wieder. Noch knapp 3 Minuten in dieser dritten und letzten Runde. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Er geht in die Rechtsauslage. Schöner Schlagabtausch. Ein knallharter Kopftreffer. Schöner Treffer. Starker Angriff zum Kopf. Oh, schöner Kick zum Körper. Oh, oh. Ein klarer Wirkungstreffer. Oh, das hält er nicht durch. Was für Schläge. Und wieder kommt er hoch. Ja, das ist der Takedown. Treffer mit diesem Punch. Transition in die Halfguard. Das ist die letzte Minute in diesem Kampf. Sehr guter Punch von Iceman. Er wechselt wieder in die Halfguard. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Iceman hat einen Cut an der Wange davongetragen. Und wieder kämpft. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Und da ist der nächste Knockdown. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Voller Punch, da ist der Treffer. Sie sind hier über die volle Distanz gegangen. Jetzt liegt die Entscheidung bei den Kampfrichtern. So, hier kommt die Wiederholung. Die Kampfrichter haben entschieden. Lauschen wir also Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision.
All three judges score this contest 30-25. For the winner by unanimous decision, CM Punk! Er hat diesen Kampf also gewonnen. Die Kampfrichter mussten am Ende die Entscheidung fällen, aber das war trotzdem durchaus ein überzeugender Sieg. Ein schöner Auftritt und er hat hier absolut gezeigt, dass er auch am Ende eines solch langen, eines solch intensiven Fights noch überzeugen kann. Left be working in the right, coming right back. Yeah, I left to get it right, now I'm right back. Still a wheel with my knee while I count a band. I show love and affection to all my fans. I got Ferragamo holding up my pants. I turn up on the stage while I hit my dance. I get serious when it come to business, don't waste my time. Boy, you know that I ain't playing. I got a clicker, clicker. We move, we dumb, 20 holes land where I'm staying. I never dap you with the left hand. I draw down with the Glock in the right hand. I got Panthers with me when I walk in. A lot of shooters waiting in a Sprinter van.